Moin Moin und herzlich willkommen und willkommen zurück. Wir spielen wieder Plague Tale Innocence und befinden uns in Kapitel 2. Die Fremden. So, wir müssen uns ein bisschen trocken machen, aber ich dachte, diese Handtücher helfen uns wahrscheinlich nicht dabei. Lass uns mal weiter gucken, wo wir hinkommen. Also ich muss sagen, das sieht ja optisch echt famos gut aus, ne? Hab ich krass. Also sieht echt schön aus. Muss man einfach mal sagen. Wo sind denn nur alle? Ja, wo sind sie denn? Da ist da schon mal ein Pferd. Okay, lassen wir ins Dorf reingehen. Oh, Äpfel! Hugo, jetzt nicht. Aber nicht anfassen, die sind alle verdorben. Aber ich hab Hunger. Wie kannst du jetzt ans Essen denken? Denk auf Wurst. Rauch. Da müssen eine Menge Leute sein. Ja, vielleicht eine Menge Leute auf dem Scheiterhaufen. Und das glaube ich jetzt fast gar nicht mehr hier. Bitte wartet doch, Madame! Was haben Sie denn nur? Die waren ängstlich. Aber warum? Fragen wir nach. Verzeiht, ich bin die Tochter von Senior Robert de Ruhn. Wir wurden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Bitte, es ist so kalt. Keiner, der was mit uns zu tun haben will, anscheinend. Jemand hier? Ich bin mit meinem kleinen Bruder hier. Das Anwesen der de Ruhn wurde angegriffen. Hallo. Ich flehe euch an. Bitte helft uns. Wir sind nass und hungrig. Oh. Was ist denn hier nur los? Okay, das sieht alles verdorben aus. Ist hier jemand? Wir brauchen Hilfe. Es macht niemand auf. Was ist nur los mit ihnen? Das ist aber auch nicht nett, oder? Aber die haben wahrscheinlich richtig Angst hier. Ich kann's nicht glauben. Sie verstecken sich. Ja, hier links. Wir haben zu lange gewartet. Ich sagte dir doch, wir müssen weg. Wo sollen wir hin? Da ist jemand. Wir kommen zurück, wenn alles vorbei ist. Wir sind alle tot, bevor das hier vorbei ist. Sieh mal, da hat jemand was auf die Türen gemalt. Komm zurück. Das bedeutet, dass sich in diesen Häusern Kranke befinden. Du darfst nichts anfassen. Oh. Sie dürfen nicht nach draußen. Die Sache ist viel ernster. Wir könnten uns anstecken. Also lauf nicht überall herum. Ist gut, tut mir leid. Ja, solltest du auch. Böschchen. Oh, guck mal, die sind alle krank. Die haben alle die Pest. Das Dorf ist verseucht. Darum verstecken sich alle. Hier riecht's nach Gegrillten. Gibt's hier ein Fest? Hört sich nicht nach einem Fest an. Ja. Das ist, glaube ich, kein Fest. Mein Gott. Oh. Kein schönes Barbecue. Ihr, ich flehe euch an. Holt Hilfe. Ich will verdammt sein. Da ist der Rest von ihnen. Was? Nein, warte. Wir suchen nur nach jemandem. Und ihr habt ihn gefunden? Eure verdammte Musik hat das dreckige Ungeziefer herausgelockt, das unsere Kirche überrannt hat. Das Geschmeiß, das unsere Kinder angegriffen und ihnen das schwarze Übel gegeben hat. Jetzt steht ihr Konrad mal vor gegenüber. Und ich sage euch, das ist das letzte Dorf, das ihr infiziert. Amicia! Komm schon! Lauf, Hugo! Was ist los, Amicia? Lauf einfach! Aber warum sind sie so wütend? Wollen sie uns auch verbrennen? Oh, hier längs. Ich glaube, die wollen euch auch verbrennen. Definitiv. Und zwar bei lebendigem Leibe. Wir müssen uns verstecken, Amicia. Hier, los, rein da, schnell! Das reicht ja nicht. Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Was soll dieser Lärm? Ich habe Glück und wir können daran vorbei. Wenn er da auf die andere Seite geht. Der hat da so eine Sichel in der Hand, der Assi. Komm. Ist doch geil, wie lange die mal das untersuchen, ne? Fast geschafft. Nichts. Dem haben wir es gezeigt. Da seid ihr ja. Ach, nicht da lang! Wo
schnell du kannst. Ich sehe leider nichts. Da, die Mauer. Sie kommen. Schnell, schnell. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Warte, wir müssen von der anderen Seite kommen. Warte mal, da sind noch ein paar Steinchen, die nehmen wir mit. Wir müssen von der Seite schieben, glaube ich. Wir müssen schieben. Ja. Gut, jetzt können wir raufklettern. Okay. Ist auch, der Junge ist leider so ein kleines Klotz am Beinchen, ne? Da kommen wir nicht hoch. Doch, da ist ein Dings. Okay, warte mal, kann ich die abschleiern? Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Schieben wir! Na gut. Okay, sieht doch ganz gut aus. Oh, schieb dran, das Ding. Okay. Komm, ich hebe dich hoch. Ja. Kommt doch bestimmt gleich jemand rein hier. Na gut. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Alter, das Dorf ist einfach nur ein Labyrinth. Fremdlinge! Oh nein, schnell, schnell! Die Leiter, hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Wir haben keine Zeit, sie kommt! Sie wird nicht halten! Nein, nein! Hab ich doch gesagt! Sie sind da! Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück! Amicia, komm her, auf diese Seite! Da bist du ja! Ich hab was zum Aufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf! Na los, komm schon! Hier, gut gemacht. Ich hatte solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler. Du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht. Nicht ohne Laurentius. Hier durch? Amicia, versteck dich! Und? Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen. Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche zusammen mit dem anderen Abschaum. Was war das für ein Geräusch? Okay, schlagen wir mal kurz hier durch. Ah, warte mal. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Oh, leicht abgelenkt. Nein, nicht schon wieder. Hier! Was jetzt? Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Ist es gut, da reinzugehen? Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Gib keinen Kopf.
Okay. Du musst da raus aus dem Fenster und aufmachen von außen. Nico, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Was zum Teufel macht ihr alle hier? Da ist ein Brett davor. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Mach beeil dich da, Hugo. Kleines Stück ist gut. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Okay. In diesem Viertel wütet die Seuche besonders schlimm. Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Sie war aber nett zu uns. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Ja. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Das war nett von ihr. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Okay, das war nett von ihr. Da ist die Truhe. Das ist besser. Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm. Sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Aber hier war noch mehr. Da oben liegt auch noch was. Was ist das denn? Weihrauch. Derselbe, den Mutter immer verwendet hat. Mehr ist hier aber nicht. Okay. Guck mal, wo er hingerannt ist, der Bengel. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Wir suchen nach einem Doktor, Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Keiner nähert sich mehr der Kirche, aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also. Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen, aber so taugt sie nicht viel. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. Okay. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Das ist aber nett. Du kannst so gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Da. Gut, ich habe das Leder. Jetzt brauche ich nur noch Werkzeug. Das war doch hier, ne? Werkzeug. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, okay. Ganz ruhig, konzentrier dich. Also, Bänder haben wir. Halte A gedrückt, um deine Schleuder zu reparieren. Schon viel besser. Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter verbessern. Ach, guck mal. Verringert die Zeit, in der Amica ihre Schleife hervorhält und lädt. Wird ein Gegner am Kopf getroffen, ist er sofort tot. Haben wir gut? Gut, ich sollte mich bei Clervi bedanken. Ich kann jetzt das so, okay. Ja, bedanken wir uns mal. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr. Ah, und? Viel besser. Vielen Dank, Clervi. Vielen Dank für alles. Hier habt ihr sie verloren? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf. Sei still. Kinder, macht nicht so viel Lärm. Ich will zu Mama.
Sei still! Du bringst uns doch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Mama ist tot! Zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du lügst! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide! Also sei still! Du lügst! Ich hasse dich! Bitte hört auf! Hugo, nein! Hugo, warte! Nicht rausgehen, das ist doch verrückt! Hugo, du Schwachkopf! Mann! Hugo, komm zurück! Er ist wirklich Schwachkopf, ne? Was macht er denn? Er ist ein Tropf. Oh nein, er wird uns noch umbringen! Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Oh Gott! Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen! Hör mir doch zu! Hier gibt's auch nur die Pest, hier liegen nur Leichen. Es tut mir leid! Oh nein, nein, nein! Nein, lasst ihn los! Da warst du also die ganze Zeit. Nein, wartet, wir wollen hier nur weg! Ja, ihr werdet... Ich wollte das nicht. Ich wollte das schon. Hugo! Ist er hochgelaufen? Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Ja, tot wird er nicht sein. Lass mich los! Lass mich los! Hör mit der Zappelei auf! Wir warten. Du wirst mich nicht unter die Erde bringen. Ich werde mit dir anfangen. Warum muss ich hier hierher kommen? Bitte. Warum? Was soll mich etwa umbringen? Gegen die Rüstung. Drücke B zum Ausweichen. Du bist ganz schön. Schnell! Bitte! Ich will das nicht! Lasst uns gehen! Zu spät! Oh, da hätte ich ausweichen wollen. Oh, wie schlecht. Ich bin. Das war ja krass. Einmal treffen und ich bin tot? Okay. Du entkommst okay. Nicht. Früher oder später. Ich bin ein wenig eingerostet. Okay, dann komm mal her, du Affe. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen gekämpft. So eine bist du also. So eine bin ich. Das wird dir helfen. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Du hast mir alles genommen, was ich hatte. Nein! Bitte! Herren, diese Rüstung hat Hexen. Das reicht. Bringen wir es hinter uns. Ja. Ein Schuss habe ich noch. Die süße Umarmung des Todes. Ich brauche noch ein paar. Da, du Affe! Wow! Ich bin ein Mörder. Aber was soll's? Der hat's nicht anders verdient, oder? Amicia! Du hast ihn getötet! Die könnten ja auch über die Mauer klettern, wie ich gemacht habe, aber was machen sie denn? Oh, jetzt. Komm mit. Wow. Krass. Kapitel 3. Vergeltung. Schau, Amicia. Ich komme. Wir sind in einer Kathedrale oder Kirche oder wie man es sagt. Aber ich würde sagen,
Das schauen wir uns das Ganze beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Geht spannend weiter beim nächsten Mal. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.